So, da dieses schöne Spiel jetzt auch endlich für PC rausgekommen ist, wird das doch gleich mal ausprobiert. Mal gucken, ob es besser ist als das letzte. Ich hoffe es, sonst ist die Reihe leider gestorben. Abstergo. Das sind die Bösen. Ich will nicht für die Bösen arbeiten. Gemeinheit. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Okay. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Edensplitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Spielzeug. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Das Intro war gut, das hat mir gefallen. Aber der Akzent war scheiße. Passt irgendwie nicht, finde ich, zu England. Das war kein englischer Akzent. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage.
Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstrecke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Stirb nicht! Dauert das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab. Ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du um meine Nase wechseln. Es gibt wieder Konter. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Mehr Eisen herstellen.
Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Mr. Ferris. Es ist erledigt. Oh, und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar, doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Von Croydon aus? Ist das so ein Arbeitervorviertel von London? Das weiß ich gar nicht.
Aber ich finde das cool gemacht, dass man redet mit dem Toten. Dass der da steht und sagt, ey, aha. Und trotzdem noch im Tod was sagt und nicht einfach so sitzt und ja. Redet mit ihm und er fragt, ja, warum. Ah, ein bisschen erklärt er mir von der Ausschau. Dass der jetzt wirklich so ein bisschen redet, als ob man noch in seinem Tod sieht, was er will. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Der Assassine tötet ihn! Der kommt wie gerufen. Ich zieh dir das Fell über die Ohren! Verteilt deine Innereien auf den Berg! Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Schöner Anfangskapitel. Dann kann ich bestimmt frei rumrennen. Bisschen London erkunden. Ja. Ah. Der Hof. Quartier der Wache. Roosters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Wo sind Roosters Vorräte? Feigling. Lässt du nicht den Edensplitter noch drauf und nicht drauf.
Monster. Es ist Zeit für die Ablenkung. Als hätte Jacob gekocht. Was beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche? Man schlägt sich was einfach kaputt mit der Hand. Total logisch. Okay, Superman vielleicht oder Hulk oder so, aber. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar, ich rufe, falls es Ärger gibt. Erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorne, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder.
Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, My Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Und da zieht den Mann ein Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Bin fast da. Wo ist nur Bruce das Laboratorium? Nach allem, was wir wissen, müsste es doch hier sein. Ich bin ganz ruhig. Ich selbst, mein Lord. Meine Füße führten mich. Lass mich seine Finger in die Macht.
ist's recht. Die hätte ich jetzt auch aus dem Land gekriegt, die beiden. Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Schleichen. Das ist es nicht wert. Geh mal weg, dicker Typ mit Glatze. Luda, bleib wachsam. Pass bloß auf den Schlüssel auf. Ja, Sir. Was für ein Trottel. Ihr habt hier nichts zu suchen. Was ist wohl da unten im Labor? Nur ein kleiner Blick. Besser nicht. Was will ich? Hab ihn. Musical von Mr. Maxwell Rock?
ist er ja. Der Eingang zu Brewsters Labor. Überhitze? Und weiter geht's. Punkte. Verdienen Sie EP, ja bla bla. Drücke F, um einen Gegner mit einem zu erschießen, der dabei ist, zu erschießen, der dabei ist, sie zu erschießen und unterbrechen sie so dessen Angriff. Ah, gut. Warum ist Adler auf meinen Gegner, bla bla bla. Ach, oder ist das, was ich schon habe? Ich glaube, das mit dem Dings ist, was ich schon habe, ne? Drücken Sie um 2. Ja, das wird gekauft. Ich könnte noch. Öffnen Sie verschlossene Tür. Werfen Sie Geld. Durch Wände blicken ist sehr gut. Plündert Gegner automatisch ist auch sehr nice. Öffnen verschlossene Türen, ja. Erhöht die Zeit, bevor sie ihre Kombo-Serie aufgrund. Aha. Wie viel Dings habe ich noch? Gesundheitsboost. Kaufen Sie Gesundheit für ein Feld. Boah, auf jeden. Dann als nächstes Auto plündern, glaube ich. Oder nee, erstmal durch Wände gucken, dann Auto plündern. Schneller. Das hier wird auch auf jeden noch gekauft. Microtransaction. Oder? Was ist das? 3000 Florin? Geld halt? Leder, Eisen, Seide, Chemie. Okay. Also tu, was dir gesagt wird. Splitter. Hören Sie die Stromstärke.
Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort! Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Schade. Und jetzt geht der Angel in die Luft. In der Zeit, wo der Novize quasi sind, schlau
mit hängenden, ja, Fässern getötet. Okay. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London. Von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, Scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa. Kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Die muss nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Ach man, ist... Man hat quasi die kompletten Jacob und Evie Fry Sachen geklaut von den Templern. Die haben die aber auch noch. Und wer schneller ist... gewinnt. Und meinen die beiden, die man schon seit dem ersten Teil kannte, die da gerade aus dem Fenster gehüpft sind, die sind auch irgendwie gerade so ein bisschen am Arsch. Okay. Jetzt bin ich schon bei Jacob mal wieder. Thank you.
Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Ui, pass auf! Verzeihen Sie, Sir. Hey! Komm zurück, du räudiger Landfänger! Fein, du kleiner Verbrecher. Behalt es. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. Sprüht die Scheiße aus hier raus. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr seit wir zwei waren. Ich bin vor dem Aussichtspunkt. Und du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall. Findet sich jetzt Mr. Greens Geschäft. Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau, ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green. Zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie, seine Macht... Er streckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Outbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Sie schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden! Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Lass uns mal... Nein, doch. Ja, vielleicht. Vielleicht. Das da ist der höchste Punkt in Whitechapel. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen.
Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rocks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Geschäft hört sich an, aber ich kann wieder Geschäfte haben. Teil 2. Geil. Tschüss. Ja, dann. Beim nächsten Mal wird er runtergehüpft.